Willkommen, liebe Clasher, beim M1000er Toto beim Clan, noch Tirol 1809. Ich werde hier nach dem 30.03. rausgehen. Also, lieber Wolter, falls du die Folge hier siehst, ich mache den großen Clan-Kick noch mit. Danach bin ich hier aber lange genug gewesen und ziehe dann in jedem Fall weiter. Wir starten heute mal, und ihr seht das, ich habe den Client ausnahmsweise mal auf Deutsch gestartet. Das hat auch einen ganz besonderen Grund. Nicht, weil ich immer noch das Leerzeichen hier in der Spielersuche habe, nein. Wir haben hier den Magic Gamer HD vom Clan Diabolus. Es müsste bei mir in den Kommentaren der Fabian Klemm sein. Kannst du mich besuchen? Mein Tag ist, also mit Tag meine ich natürlich immer die Spieler-ID, die Spieler-Tag. Und wir schauen mal rein. Es ist ein Rathaus 8 und auch vermutlich noch nicht so lange Rathaus 8, aber er hat das Notwendige in jedem Fall komplett auf 7, denke ich mal, durchgemaxt gehabt. Das sieht sehr, sehr gut aus. Kommt auch schon mit den neuen Mauern hier richtig schön nach. Das sieht man hier. Das sind noch die 6er Mauern. Also es ist mal gerade so, denke ich mal, ein Rathaus 8er. Hat aber die Klarenburg schon mal auf 25 gebracht. Das ist super. Und ich denke, so wie ich sehe, hat er auch 200 Truppen. Die wird er sicherlich als Rathaus 7er schon gehabt haben. Ich denke mal, auf so einen Account, mit dem kann man super zufrieden sein. Der ist nicht gerusht. Hier ging nichts hoch. Und ich denke mal, in der Liga, wo er jetzt auch ist, ja, da defft er mal ein paar Mal. Oder es sind halt ein paar Drops, aber sieht eigentlich ganz gut aus. Wo sind sie eigentlich, die Magiertürme? Ja, ich finde, sie stehen ein bisschen weit außen. Kann man ruhig mal ein bisschen weiter in die Base holen. Die beiden sollen sicherlich das Dunkle hier schützen. Da ist sicherlich schwer ranzukommen. Denn ich denke mal hier im vorderen Bereich bei den Bohrern, da lungern auch ein paar Fallen. Aber sieht sehr, sehr gut aus hier. Und schauen wir uns mal die Truppen an, ob er da bei 7 auch alles richtig gemacht hat. Ja, super. Hat er gut gemacht. Ich denke mal, ist gerade so Rathaus 8 und war ein komplett durchgemaxter Rathaus 7er. Daumen dafür nach oben. Wirklich klasse Account hier. Gefällt mir. Und ich hoffe, es hat dir gefallen, dass ich deine ID abgearbeitet habe. Erstmal nach Hause. Ja, ich bin heute mal auf dem Rathaus 10er hier, denn auch hier oben seht ihr, der Bauarbeiter macht hier auch ein komisches Gesicht. Ich habe immerhin jetzt schon mal einen etwas länger beschäftigt. Allerdings könnte ich noch abbrechen, weil ich hier noch einen Hammer habe. Und im Moment, ich konnte meine Clanspiel-Events Rewards noch gar nicht abholen, weil ich noch was offen hatte. Und zwar wollte ich unbedingt eigentlich mit euch die Queen machen. Hier, die soll jetzt endlich mal auf 36 gehen. Ihr könnt ja mal in den Folgen zurückspulen, wie lange das jetzt gedauert hat, um die da hinzubringen. Das heißt, ich kann mir endlich die Sachen hier abholen. Jetzt muss ich eben mal schauen. Ich glaube, von den anderen Tränken habe ich alles relativ voll. Wir nehmen den Trainingstrank mit und die beiden hier, das müsste jetzt alles reinpassen, jawohl. Also jetzt wieder für den hellen Knüppeln und ich habe ja jetzt echt nicht wirklich viel Dunkles. Also gucken wir mal, dass wir gerade noch so ein bisschen was zum Raussnacken hier finden. Okay, habe ich ihn gefunden, hat gar nicht so lange gedauert. Und ihr seht das, ich bin auch hier mit den Kobolden unterwegs, allerdings habe ich sie noch auf Level 6, die gehen ja jetzt erst auf Level 7 bei mir hoch. Und muss mal gucken, was ich danach mache. Mal schauen, ich brauche jetzt erstmal Dunkles, denn wir haben ja schon wieder ein Buch. Also ich komme hier mit den Büchern überhaupt nicht hinterher. Gar keine Frage. Und denn bei den Accounts hier, selbst wenn ich einen immer ganz exzessiv bespielen würde, aufgrund, manchmal zeitknapp halt. Oh, hier hinten die Lager kriege ich ja eigentlich so. Das sieht ganz gut aus. Wo ist denn hier eigentlich noch das Gold? Wo ist das Gold? Wo ist denn das Gold? Habe ich hier jetzt ein Lager vergessen? Nee, ich habe kein Lager vergessen. Dann holen wir uns das Dunkle, denke ich mal, noch und holen uns auch noch die Clanburg. Nicht die Clanburg, das Rathaus, denke ich mal. Das muss drin sein. So, King reingesetzt, Queen reingesetzt. Dann müssen wir allerdings, müssen die jetzt mal so ein bisschen schießen, dass ich hier so ein bisschen breiter das Ganze zumachen kann. So, die Mauerbrecher, ja, das könnte unter Umständen die nächste Truppe bei mir sein. Die Mauerbrecher hier. Denn, ich merke, dass ich doch ein paar mehr mitnehmen muss, wenn ich mit Kobolden farme, mit dem Account hier. Oh, das ist jetzt doof, da laufen die doof, ihr sollt doch zum Rathaus. Ah, jetzt gehen die doch.
Ja, jetzt gehen sie zum Rathaus. Okay, jetzt gehen sie zum Rathaus. Oh, ich habe Queen alles vergessen, mal wieder. Nur für die Kobolde. Aber es tut man nicht alles für die Lütten hier. Denn die holen mir jetzt auch in jedem Fall nach. Holen die mir das Rathaus noch? Oh, nee, die holen mir das Rathaus nicht. Boah, Mist. Den verlieren wir leider. Ist aber nicht so schlimm. Ich gehe sowieso hier für die Clanspiele ein kleines bisschen runter. Da wollte ich eigentlich auch mit euch euch nur darauf hinweisen. Deswegen habe ich das Ding hier auch mal in Deutsch gestartet. Ich muss mal eben gucken. Zwei davon. Es ist immer das Gleiche. Einer muss weg. Dann rutscht hier noch einer nach. Ich muss eben noch einen Wut verspenden. Okay. Na, dann komm, dann verschwende ich halt einen Speed. Und dann mache ich hier. Jetzt muss man mal gerade schauen. Ich nehme eigentlich immer nur drei von denen mit. Drei und eins. Passt nicht, also muss der hier mal raus und dann bauen wir hier schon mal ein paar Event-Truppen nach. Ihr wisst, wir haben immer noch das Ballon-Event und deswegen baue ich hier 1, 2, 3, 4, 5, die gibt es ja im Moment günstig. Ja, also hier nochmal darauf hingewiesen, das Event findet ihr natürlich mal wieder nicht im deutschen Client, findet immer wieder nicht im deutschen Client. Also wir müssen umstellen auf die Sprache Englisch, damit wir auch die neuesten News, der News von Supercell sehen. Denn hier ist es mal wieder beschrieben in den News. Also hier rechts oben, Maintenance Break hatten wir ja eben. Vista ist ja jetzt die zweite Folge für heute und der Maintenance Break war incoming. Also alle, die den Client auf Englisch haben, hatten hier dann ein kleines rotes Ausrufezeichen und konnten schon mal gucken. Und hier jetzt auch die offizielle Infos, was es in den Clan Games denn an Rewards gibt. Also ich selber gucke, ich hatte die Frage auch im Forum, beziehungsweise in den Kommentaren, wo guckst du eigentlich nach? Bei All Clash steht es eigentlich mal ein bisschen eher, aber Supercell kann ja auch nochmal ändern. Deswegen würde ich das immer mit Vorsicht genießen, was dort kommt. Und was aber wirklich gut ist, das solltet ihr euch in jedem Fall anschauen von einem YouTuber, ein 3-Star in 3 Seconds Event. Also ich glaube 9 Sekunden hat er schon geschafft. In 9 Sekunden eine Base komplett mit Haste-Zaubern und mit Ballons zu zerlegen. Guckt euch das Video ruhig an. Könnt ihr mitmachen. Es gibt zu gewinnen ein Book of Spells. Ja, man kann ein Book of Spells dabei gewinnen. Beziehungsweise, ach nee, das ist ja das Event hier. Aber irgendwie kann man da bei der Challenge mitmachen. Könnt ihr euch mal angucken. Ist wirklich witzig und gelungen. Und ich denke, wir machen hier noch einen Angriff mit unseren Loons. Okay, Pott ist leer, Armee ist ready, wir können reinhauen und ja, sollte eigentlich nur heute so eine zweite Folge am Donnerstag sein. Ich hatte einfach Bock nach dem vermurksten Abend gestern mit dem Rathaus 8 und Rathaus 9 und den ganzen Querelen, hatte ich heute einfach ein bisschen Lust, euch noch so einen Status zumindest von meinem Rathaus 10 zu geben. Okay, und ich habe schon gedacht, es gibt keinen Loot mehr für mich. So richtig viel Dunkles hat er jetzt nicht für mich, aber so ein bisschen reizt mich natürlich auch das Gold. Jetzt muss ich mal schauen. Natürlich nicht so gucken, sondern so. Okay, das sind Single-Infernos. Ah, die tun mir natürlich weh. Hier unten ist die Queen, das ist schon mal ganz gut. Die kriegen wir in jedem Fall weggemacht. Und ich habe mal ein Eil in der Clanburg. Das ist auch eher selten. Was ist denn das hier eigentlich? Ein Babydrachen nennt er sich. Okay. Und ich habe natürlich überhaupt keine Lakaien oder sowas für ein Finish. Das heißt also, hier müssen jetzt komplett mal meine Loons durchgeklickt werden. So, hier schicke ich dann, ich glaube den zweiten. Oh. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so prall. Dann ziehen wir den nochmal nach. Ich habe hier Loons in der Clanburg. Und jetzt muss das hier ein bisschen mit Speed durchgehen. Dann nehmen wir, glaube ich, noch diesen hier. Und jetzt nochmal in die Mitte hier den Wut rein. Oh. Die Single Infernos, die können ganz schön wehtun. Aber ich glaube, dass wir hier die Mitte jetzt entkernt kriegen mit dem letzten Zauber hier noch. Jawohl, das sieht ganz gut aus. Luftabwehr da noch weg. Gut, das ist schon mal nicht schlecht. Und jetzt fliegen die natürlich gleich in die Ecke, wo unsere Queen hockt. Die machen wir jetzt als erstes weg hier mit unserem King. Und da muss ich jetzt nochmal schauen. Ich glaube, ich lasse die Queen gleich mal mitlaufen, beziehungsweise okay. Mein King tankt den Bogenschützenturm, das ist gut. Obwohl er jetzt natürlich, er wird es nicht ganz schaffen. Und dann lasse ich mal jetzt von der Seite auch, ja, eigentlich ist doof.
Ich lasse mal hier jetzt meine Queen mitlaufen, denn dann tankt die den Bogenschützenturm. Obwohl mir der Magerturm natürlich am Meer am meisten meinen Loons wehtut, das seht ihr gerade. Aber mal sehen, ob wir nicht den Bogenschützenturm da wegkriegen. Hier hinten ist auf jeden Fall nochmal ein richtig fettes Lager. Na, schaffen wir den? Jo, schaffen wir. Ah, sah gut aus. Na, geht doch. Mann. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen auf den Donnerstag. Also zweite Folge hier von mir. Bleibt dran am Kanal. Ich wollte euch zumindest die Info auch geben mit den offiziellen Clan-Game- oder Clan-Spiel-Infos, die es nur gibt, wenn ihr den Client auf Englisch stellt. Den lassen wir bei 99. Dann denkt ihr, haha, hat er nicht geschafft, die blöde Bauhütte. Hätte ich natürlich geschafft. Also, kurzes Status-Update hier vom mir, dem Toto Clash, mit den Clan-Spielen. Also stellt den Client auf Englisch und ihr habt die passenden News hier oben rechts. Ich würde sagen, bis dahin, euer Toto Clash.